Herzlich willkommen, liebe 1000Bass-Fans, hier am 1000Bass-YouTube-Channel. Wir melden uns zurück aus der Winterpause und ich möchte euch gleich alles Gute im neuen Jahr wünschen. Wir haben uns ja länger nicht gesehen und wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern, nämlich die 10. Ausgabe unserer 1000Bass-Wochenshow, wo wir euch kurz erzählen wollen, was auf 1000Bass derzeit so los ist und auch, was so los sein wird. Ja, viel ist nicht los, denn wir waren nach der 1000Bass-Weihnachtsfeier 2 Wochen lang nicht ansprechbar. Deshalb muss ich euch noch ein paar Berichte aus dem Vorjahr vorstellen, zum Beispiel den Vespa GTS 300 Super Umbautest, den wir in den Weihnachtsferien noch bei Faber in Wien durchgeführt haben. Leider hatte es minus 5 Grad, weshalb wir das Fahrzeug nicht voll ausfahren konnten. Man hat zwar schon gemerkt, dass das Malossi-Tuning so circa 27 bis 28 PS im Motor mobil macht, aber das Fahrwerk von Malossi und die Scheibenbremsen mussten bei diesen Verhältnissen etwas vorsichtiger bedient werden. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr noch einen ausgiebigen Test nachholen können. Für euch sicher derzeit am interessantesten ist das MT-07 Gewinnspiel von Yamaha. Da kann man leider nicht das neue 2-Zylinder Naked Bike von Yamaha gewinnen, aber man kann beim internationalen Pressetest, der am 7. Februar 2014 stattfindet, dabei sein. Dabei wird man auf die Insel Lanzarote geflogen in ein 5-Sterne-Hotel, All-Inclusive-Service und kann als einer der ersten weltweit mit diesem neuen Naked Bike fahren. Dazu einfach auf den Link klicken. Im 1000Bass-Bericht stehen die Bedingungen, was ihr machen müsst. Das Gewinnspiel läuft aber nicht über 1000Bass direkt, sondern über Facebook. Für Offroad-Fans ein Highlight gleich am Anfang des Jahres ist natürlich die Rallye Dakar. Seit 25 Jahren ist Honda wieder mit am Start und die konnten schon 3 Etappen gewinnen, führen somit die Gesamtwertung an. Aber es hat natürlich auch KTM-Wörtchen mitzureden. Die haben wieder Marc Coma, der schon 3-mal gewinnen konnte im Rennen. Wir erwarten uns heiße und knappe Duelle. Wer sich dafür interessiert, der findet täglich einen Bericht bei uns auf 1000Bass online. Was man auch nicht vergessen sollte, wo man immer wieder reinklicken kann, sind unsere Modell-News. Wir haben zwar die neuen Modelle 2014 eigentlich schon alle vorgestellt, aber wir präsentieren im Bereich Modell-News auch viele Umbauten und getunte Motorräder. Es zahlt sich immer wieder aus, hier reinzuklicken, weil wir ständig neue Motorräder online stellen. Und das zweite sind die Business News, hört sich etwas trocken an, aber dort stellen wir das ganze Motorradzubehör, das wir auf den Messen filmen, wo wir Interviews dazu führen und die Bekleidung vor. Also auch hier kann man immer wieder einen Blick reinwerfen. Jetzt folgt ein Ausblick auf die kommenden Wochen, da ist für uns einiges los. Und zwar beginnen wir mit dem internationalen Pressetest der schon erwähnten Yamaha MT-07. Wo unser geistig etwas schlichter, aber gutmütiger Arlo teilnehmen wird. Darauf folgt die Präsentation der Honda NC750X und des neu designten Integra Rollers. Ins wirtschaftliche Krisengebiet Griechenland wird der sich ebenfalls in finanziellen Turbulenzen befindliche Fauli reisen. Dann geht es über den großen Teich nach San Diego, wo Triumph die Thunderbird vorstellt. Präsentationen in Amerika sind natürlich das Highlight und sehr begehrt bei der 1000Bass-Redaktion. Aber da im Vorfeld niemand davon gewusst hat, außer mir, werde ich persönlich in die schöne neue Welt fliegen dürfen. Fast zeitgleich findet in Teneriffa die Ducati Monster 1200-Präsentation statt, wo ebenfalls der Kollege Vielhaber teilnehmen wird, weil ich eben zu dieser Zeit in San Diego bin. Und der letzte uns bislang bekannte Test wird jener der BMW R90 in Mallorca sein. Werde ebenfalls ich vor Ort sein mit einem 1000Bass-Kameramann. Wir werden euch natürlich zu jedem dieser Tests jede Menge Galerien, Videos, Interviews und einen Testbericht liefern. Danach sind wir alle wieder im Lande, weil wir bei der Messe Linz natürlich wieder mit dem 1000Bass-Team vor Ort sein werden, und zwar mit einem neuen, sehr hochwertigen Messestand.
von Günter Sendelhofer. Das heißt, unsere 1000 PS Hupfburg ist ab sofort Vergangenheit. Wir hoffen, dass ihr uns dort besuchen könnt. Wer aber keine Zeit hat, der kann dann natürlich auf 1000 PS auch Tagesberichte nachlesen, plus zahlreiche Videos und auch Bildergalerien. Danach sind wir dann noch in Deutschland unterwegs, und zwar auf der Messe Motorräder in Dortmund. Auch dort werden wir Zubehör und Bekleidung und neue Modelle abfilmen und Interviews dazu führen und euch ungefähr 8. und 9. März liefern können. Am Schluss bitte ich euch wieder, dass ihr dieses Video kommentiert. Vielleicht gebt ihr uns Vorschläge, was wir nächstes Jahr testen sollen, vergleichen sollen, welche Produkte ihr sehen wollt, welche Bekleidung, welches Zubehör. Dann bitte ich euch, auch unsere anderen Videos anzusehen auf www.youtube.com/1000ps. Und ihr könnt uns auch verfolgen auf Facebook, und zwar www.facebook.com/1000ps. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.